Ja. 25 für deinen Titel, let's go. Bro, ich mach Also trotzdem pro wieder. Diamant jetzt ein Sub oder was? Abstand. Oh mein Gott, okay, scheiß drauf. Okay. Basti, sollen wir runtergehen? Nein, nein, nein. Wenn ihr getrennte Channels wollt, dann können wir rein. Nein, nein, chill mal. Okay, warte mal. Ab wann geht's? Ab wann wollen wir ab 25 starten? Ab 22 oder so? Mann! Bro, lass doch jetzt einfach dann. Wenn wir alle losfliegen, dann geht's los, okay? Aber lass separate Channels. Aber das ab 22. Ne, wieso? Achso, ja, für losfliegen können wir meinetwegen machen. Jungs, wünsche euch viel Glück. Ey, Am viel Ende Erfolg. überweist ihr mir 50 Gift Subs each. Ich warte kurz. Haben die es noch gehört? Oh Mann. Warte mal. Aber wer fliegt denn als erstes dann los? Wenn der erste losfliegt, geht's los, ne? Stell dich mal hier rauf. Ja, wo wollen wir Wir hin? fliegen in die Richtung, du links, ich rechts. Okay. Ja, Okay. lass los. Okay, 3, 2. Auf geht's. Geh, flieg, 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 flieg. Use auch ruhig Raketen, damit du schnell bist. Entspann dich. Ich weiß gar nicht, wann ich runter soll. Also relativ spät sagst du runter, Mach ja? F3, mach F3. So. Und Und dann guck, F5. wenn du so. Wenn du so. Wenn du bei einer Koordinate bei 1200 bist, dann kannst du schon runtergehen. Come on! Oh, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Yalla, yalla, çabuk, çabuk rota abicim. Rota kardeş. Kardeşim. Kommt von da, Kardeşim? Okay, ich baue mich runter. Gott, du bist doch Türke. Ich baue mich runter. Bin Kardashian Türke? Geh runter, ich bin noch nicht weit. Hier ist ein Dorf. Fuck, ich habe eine Schaufel vergessen. Wollte ich nicht in Bergen runter. Tamam. Okay, jetzt suche ich. Hier sind Höhlen, ah, nicht in Bergen. Gut. Basti hat schon Dias, Schnauze. Hi. Hallo. Was ist schon Dias? Geht's jetzt um Diamanten oder um was geht's nochmal? Es geht um Diamanten, Bro. Minus 54, ne, Basti? Hatten wir nicht Smaragde gesagt? Ja, Dias? Dias. Wo nochmal? Nochmal Dias und Welche was? Tiefe war das nochmal? Minus Kohle! was? Gib mal auch was für Kohle. Basti! Ja. Welche Richtung nochmal? Welche Tiefe? Also, sobald einfach die Höhle einfach auf Deep Slate Level ist, dann kannst du da geil Stuff hin. Digga. Sobald es halt Minus diese dunklen Steine 54. gibt. Ja, minus 54 zum Beispiel. Ich bin bei 48, das dauert so lange. Ohne. Bin gespannt, Chat. Das kann doch nicht sein, Digga. Das kann doch nicht sein, Digga. Das kann doch nicht sein, Digga. So eine fette Cave, Digga. Nee, das wird nichts. Soll ich hier runter? Soll ich mich runter links anschauen? Soll ich runter? A-Spot. Müllhöhle, Eli. Echt? Ich auch, Eli. Ich muss weiterfliegen. Okay, mein ganzer Chat schreibt raus. Mann, Digga, aber manchmal ist der Chat auch so trojanisch. Sag Ich brauche es mir einen, der mich führt. Schan, ich vertraue dir. Jan? Kann doch sein, dass sie hier gut Warum ist, ist die überhaupt Höhle. überall Wasser, Digga? Ich weiß nicht mal, wie ich hier rauskomme, um ehrlich zu sein. Frag, ob Strip Mining erlaubt ist, dann geh Strip Minern. Strip Mining erlaubt? Ja, klar, hä? Ja, Wir sind, klar. einer denkt, wir sind UAC. Einfach Szenario. Ich vertraue Jan. Schauen, was sagst du? Rein oder raus, Schauen? Ich Jetzt höre anders. Strip Mining. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir haben was. Oh. Hast du schon Dias, Basti? Ich gebe keine Calls ab. Doch, Basti.
Ich glaube, ja, warte, ja, ich bin noch am. Ich bin am. Ich hab noch keinen. Rede mit uns. Jetzt kannst du eine Sterbung. Jeder muss callen, wenn er einen findet. Einfach zum Bruch und für die Unterhaltung. What? Also, Bassi, ich brauch kurz mal deinen Call. Soll ich Strip Mining machen und du hast gutes Movement? Und ich mach also Strip Mining? Du kannst Strip Mining schon probieren. Strip Mining kann halt. Da kann es halt sein, dass du halt in der Stunde, weiß nicht, überhaupt nichts gefühlt findest. Aber ich habe halt Stress, um was Richtiges zu finden, ne? Ja, ich weiß. Aber sobald du vielleicht, wenn du jetzt ein bisschen rumfliegst und einmal eine gute Höhle oder so findest, dann wäre schon, da kannst du schon wesentlich besser oder schneller finden. Also mit einer Elytra kannst du schon halt gut in Höhlen eigentlich dich bewegen und ein bisschen was finden. Ja, was aber denn das? Wenn du dir das nicht so zutraust, dann strippt man halt wirklich auf minus 54. Dann mach das dann. Warte mal. Was? Ich hab zum ersten Mal Smaragd gefunden. Ja, die sind echt. Also die gibt's nur in Bergregionen. Manchette sind keine Diamanten. Das fuckt so ab, Digga. Ich lauf extra zurück. Eine reicht nicht. Digga, du bist auch wirklich, du bist auch einfach ein Hänger. Nein, ich sag dir, mein Mate ist einfach ein Hänger. Er hört einfach auf den Chat. Ja, aber also man muss jetzt ganz kurz noch was dazu sagen. Ihr werdet bei mir nämlich auch teilweise dann gebannt. Sydney und ich spielen jetzt hier zum ersten Mal. Wir machen sowas zum ersten Mal. Entspannt euch mal ein bisschen. Die denken, ich gehe mit irgendwelchen Movements durch die Gegend und hab am Ende hier 40.000 Preis gespannt. Manchmal richtig, wie ich aus der Höhle hier rauskomme. Und fast ertrunken. Es ist am Ende einfach eine Spaßsache, so man soll es halt auch ein bisschen chillig machen. Nicht so. Wie komme ich hier raus, Chat? Also wenn Basti verliebt, wäre schon richtig peinlich, finde ich, Chat. Aber wie? Ich glaube, ich hab wieder so ein lilanes Dings gefunden. Das ist voll schön. Mit Rakete. Bist du Level? Elber plus Rakete. Ne. Aber ich hab. Komm ich da so hoch, so frontal? Boah. Ich weiß halt nicht, ob das geht. Wir können welche sein, da vielleicht? Fucking Sleeper, man. Kleiner als 3. Mann. Kann nicht sein, Digga. Ja, Mods, ladet euch gegenseitig im Squad-Stream ein. Ja, es geht, okay. Okay, wieder im Mod Only, weil da sind wieder alle verschiedener Meinung. Suchen wir mal ein bisschen. Okay, es kann. Bastia Dias. Ich kann fliegen. Noch nicht so viele. Was? Noch nicht so viele hast du? Ich hab auch Dias, ich hab auch Dias. Ja. Was macht denn hier? Ne, ich hab 7 Stück. Welt? Digga, aus einer so einer guten Quelle, das ist so trash, Digga. Eli, wie viel hast du, Bro? Ich hab 0, du, Bro. 0. Was? Mehr hab ich nicht. Okay, warte mal. Hier könnte ich mal aufnehmen. Ich mach mal hier ganz kurz einen Halt. Haben wir einen Squad-Stream an? Ich glaub schon, oder? Chat, die Höhle sieht aber gut aus, oder? Ach, Digga. Boah, das sieht eigentlich ganz gut aus, oder nicht? 19. Jo. No. Die sieht super aus. Das ist ein schmackhafter Kater, Rainer. Ich sag am Ende, Eli wird 0 haben und Basti gewinnt gegen uns beide. Ich glaube, ich werde sterben. Was, wenn man stirbt, dann zählen die Diamanten, die man hatte, oder? Ja, da war nicht genug Stress, um überhaupt erstmal den Stuff zurückzubekommen. Es geht ja um Zeit. Okay, hier gibt es viele plus Items. Das ist anscheinend mein. Das ist hier mein. Das ist es anscheinend. Immer only raus. 24. Und jetzt hier runter. Was macht denn hier? Wie kann er denn 24 haben, Eli? Ach, Scheiße. Ah, warte mal, das sieht hier. Ich hab eine gute Höhle, glaube ich. Auf Level, ich muss manten. Digga, ich habe aus einer 6er Quelle 7 Diamanten bekommen, Digga, das ist so trash. Ach shit, ey. Ihr wart da schon mal? Glaubst du echt? So. Ich bin jetzt bei 54 Wart. Waren wir hier schon mal? So, Basti fliegt in Höhlen einfach rum. Ah, ja, das ist geisteskrank, Digga. Ich glaub nicht. Nee. Sind da keine Fackeln. Da sind keine Fackeln, sehr unwahrscheinlich. Okay. Ich muss auf.
hab vor Angst, dass meine Pickaxe abnutzt. Ja, du kannst auch mit Redstone oder so, kannst du wieder auffüllen. Ich finde nicht. Minus 38. Ich glaube, die ist gut. Ich glaube, ich bin auf einer echt guten... Was? Ich glaube, ich habe hier was. Auf geht's, Eli. Hol mal was. Ich glaube, ich habe hier was. Eli, ich werde für ein Privatduell wir beide und Horten basteln. Nee, Digga. Und ihr wolltet gegeneinander, du wolltest gegen die machen, Digga. Wer? Ja. Alle gegen alle. Ich? Nee, weiß ich. Okay, es sieht sehr gut aus hier, glaube ich. Aber. Im Netherite bin ich ein Profi. Hier einfach rumlaufen, Chat? Kann hier auch schon welche sein? Nee, findest du nichts, Digga. Ich bin grad zippen, aber ich finde nichts. Ist einfach strippen, Digga. Ja, fliegen. Bei Fliegen lass ich los. Let's go. Füllt euch auf, Jungs. 50. Und jetzt runter? Nicht mit Sektor abbauen. Ich will nicht meine Fortune abnutzen. Ich will vielleicht hier erstmal so gucken, so eine große Höhle. So ein großes Eröffnungsding finden. Rumlaufen. Lauf da weiter. Irgendwie finde ich nicht. Immer weiter erkunden erstmal. Na gut. Schau mir mal hier sowas ein. Eisen. Eisen. Ich finde nie wieder raus. Das steht schon fest. Dass ich nicht mehr rausfinde. Ich gucke mir erstmal hier alles an. Man kann anscheinend. Basti, kann ich auch, so wenn es eine offene Höhle ist, kann ich auf Tiefen finden, die nicht minus 54 sind? Ja, auf jeden Fall. Gerade so in tiefen Höhlen, wenn gerade an der Oberfläche da viel zu sehen ist, da kann man schon viel finden. Okay. Ja. Dann suche ich jetzt hier erstmal. Und nichts. Mann. Okay, ich guck hier, Chat. Augen auf. Die werden so weg. Mann, Basti, mein Chat schreibt, Chunkgrenzen zählen nur bei Netherite. Kannst du es kurz denn sagen? So Chunkgrenzen mache ich zum Beispiel bei Dias, bei Stripman jetzt auch nicht. Aber. Oh, oh, oh. Also, bringen die nicht, sagst du? Doch, kann schon, aber bei Netherite auf jeden Fall mehr. Das? Hier ist irgend so ein Arzt! Was ist das? Ein Arzt. Ich sterbe! Ja, ja! Oh nein, eine Hexe. Die vergiftet Hexe. Dich. Bau dich am besten Arzt. Ein. Rocking Gift. Gift tötet dich nicht. Einfach nur eine Wand einbauen, das nicht normal ab. Also nicht. Er stirbt! Er stirbt! Er hat Stress, er stirbt! Er kann sich nicht einbauen. Digga, meine Höhle ist so scheiße. Bitte nicht. Er stirbt. Ja! Yes! Sidney, fahr mal, du Penis! Junge, meine Spitzhacken sind gleich kaputt, so viel wie ich farme. Yes! Eli Jiller, here we go again. Ist das geil. Basti hat 41 Diamanten. Was? Digga. Und das Ding ist jetzt over. Mann, Digga, ich treffe auf so einem Arzt-Ding. Ein Arzt. Ey, warte mal, ja, er kriegt ja auch seine Sachen nicht mehr. Nee, ich weiß nicht mehr, wo das ist. Warte mal, du hast ja alles dabei gehabt. Das ist over. Ja, hast du irgendwann F3-mal davor oder so gedrückt? Nein, hab ich nicht. Nicht mal für den Scheiß. Das ist over. Abo, Eli, du bist ja wirklich richtig over, dann. Digga, seine Ultra ist weg. Mann, Digga, mein Einbruch heute. Diamanten! Irgendwas. Diamanten! Sehr gut. Zwei. Mann, Digga, wie wahrscheinlich ist es, dass man auf so eine Hexe trifft? Wie wahrscheinlich ist es? Ja, da ist eine Höhle 16, 1622, minus 38, 44. Okay, mein Chat soll mir das nochmal in die Dings schreiben, ich hole deine Sachen und dann bringe ich sie dir und dann... Ist aber ungefähr, schreiben die. Ich habe jetzt meinen ersten Stack jetzt. Gleich. 44. Oh, chillig. Dein ersten Stack, Kron, wie viel hast du? Mein Rucksack! Mann, Digga, wie wahrscheinlich ist es, dass man auf so eine Dings da trifft?
Ja, auf die sind Boden. Nicht so. Die, das kann schon häufiger passieren. Ich wusste nicht mal, was ich machen soll. Ich habe mich sogar hochgeheilt, aber ich hatte nur noch einen halben Mann, Leben. Mann, ich habe 2 Diamanten gefunden und ich habe 2 bekommen. Ja, ja, das ist wirklich unlucky. Mann. Es bricht mich so hart, Digga. Es bricht mich so hart. Baskehöhlen, Baskehöhlen, hier sind keine Höhlen! Zeig mal, wie das hier so aussieht. Dias. Was, der hat 65 oder so. Digga, weißt du, wie der spielt? Ich guck da gerade zu. Ich muss mal kurz zugucken. Ja, Sydney guckt zu, ne? Mach Dings. Digga, ach du Scheiße. Digga, guck mal. Guck zu. Ich spiel, es geht ums Subs. Okay. 1, 5, 7, 8, minus 46, 441 habe ich die gefunden. Habe ich die Hexe getroffen. Alright, ich bin auf dem Weg, warte. Oh, Dias. Ich muss die Höhle jetzt halt lieber leider verlassen, aber... Mann, ich habe 19. Oh. Jetzt holen wir die eine. Aber 19, Digga, er hat 9... Digga, du gewinnst ja... Du würdest gegen 5 Leute gewinnen. Das gegen ist ja alle. Komplett over. Diamanten! 2, 3. Ja? Noch mehr? Richtig, noch mehr? Richtig. Nein, 3. Eureka! Jetzt geht noch was Gutes. Die richtige? Ja. Mit anderen die Hand. Nochmal Diamanten. Nein, jetzt 9. Ab 9. Ich hab 29. Ich hab 9 rein. Was waren die Koordinaten? 1578 und 441, da geh ich hin. Digga, guck mal, wo er ist. Für 10.000 wirklich schon geflogen. Digga. 1578 ist das erste. Dann minus 46 und 441. Wie lange hat man da jetzt Zeit, bis die Sachen wechseln? Der Chunk wird nicht geladen sein. Wenn der Chunk geladen wird, dann 5 Minuten. Ich schau mal das. Der Chunk ist noch nicht geladen. Also da ist keiner. Ich denke mal, die anderen beiden sind auch weit weg davon. Und das ist jetzt auch viel wichtiger als dieses kleine Event jetzt, weil wenn dein ganzer Netherite Stuff und Elytra weg ist, das. Ja, wäre schon. In die Höhle. Na, eigentlich hatte ich nur die Flügel, was. Achso, ja, um meine Spitzhacke. Die würde und die Rüstung. Ich hab 9, ist doch gut. In der Höhle finde ich nichts. Boah, soll ich fliegen oder Stripman? Oder was? Also, wenn du fliegen willst, dann flieg, Bro. Geh minus 48 und Stripman, sage ich. 48? 58. Nee, was, hast du noch genug? Hast du noch genug Raketen? Ja, ja. Ich kann mir ja auch. Auf welcher Höhe machst du denn die ganze Zeit? Ja, wir verlieren ein bisschen Zeit, aber du siehst das hier, ne? Das ist schon. Digga, ich hab, den Punktestand auf dem Schirm. Du brauchst dir da keine Sorgen machen. Okay. Eigentlich könnt ihr jetzt schon überweisen. Das Ding ist over. Nee, die Jella hat. Also Digga, der Schwanz hat nicht ein Dia gefarmt, ne? Zum Glück muss er. Aber zum Glück muss ich ihm nichts geben. Ich hab ihn gerade zugeguckt, Bro. Ich hab ihn gerade zugeguckt. Weißt du, wie der spielt? Er würde gegen. Ja, Mann, denn! Er würde gegen alle im alle im Server gegen uns gewinnen. Selbst, ich glaube sogar, wenn. Obwohl, wenn Hanipu und Revi. Ich hab noch ich glaube, sogar, würde, ich glaube so, trotzdem, er würde mehr Dias machen. Oh! Nee, mach weiter. Viele. Weil ich ein guter Minecrafter bin. Ich hab 22. Digga, ich mach das auch gleich mit diesen Stripten. Ja, Bro. Ja, ist das ist am sichersten, da stirbst du halt nicht. Das ist halt. Ich glaube, so kannst du das nicht. Wie viel hast du, Sydney? 22. Ich hab 32. Komm an. Mach eng, weiter. Wir verlieren Zeit, aber es passt schon. Ja, das sind 5 Minuten. Wo spawn ich da? Achso, ich bin da irgendwo am Leben. Das Ding ist, ich muss halt dann auch wieder weit fliegen, weil hier waren kaum gute Caves, die ich gesehen habe. Oh, guck mal hier. Alter, ich habe eine Woodland Mansion gefunden. Nee. Was ist das? Das hier, das Riesenhaus. 2970 und 400. Das ist was ich euch später mal zeige. Hm. Ich bin ein guter Miner. Ich bin ein guter Stripper. Stripman ist aber nicht einfach nach unten bauen. Ja, ich hab das doch schon mal gemacht. Da habe ich eigentlich auch relativ viele gefunden. Ich habe damals irgendwie 19 gefunden und hatte damals noch nicht diese übertrieben krasse Spitzhacke. Ja, die ist schon selten. Das zu finden ist schon krass. Also vor allem ohne Karte. Ich hab schon wieder meine Daten vergessen, wo ich war.
Also da ist der Eingang der Höhle, ja? Hier ist nichts mehr. Ist das so das hier gewesen? Ja. Ja. Hier ist dein Boot. Du bist mit dem Boot runtergefahren? Ich find doch nur Nee, ich bin nicht mit dem Boot runtergefahren. Du bist nicht mit dem Boot runtergefahren? Nein. Das hier ist auch nicht von dir? Ich bin nicht mit dem Boot runtergefahren. Nee. Ist nicht von mir. Aber das sind genau die Koordinaten. Du musst hier gestorben sein. Bei den Koordinaten so, der Arzt. 1578 minus 46 und 441. Da war die Hexe. Woher weißt du das überhaupt, Mann? Da ist sie. Mein Checkpad. Ja, da unten. Aber das ist die Höhle, aber man hat die Hexe jetzt nicht gesehen, oder? Ansonsten hätte ich die jetzt nicht gesehen. Ich muss mehr. Ja, doch, das Digga. Könnte sie sein. Digga, bei dir langsam. Sieht das Game ganz anders aus als bei mir. Bei dir ist alles viel heller. Bro, bei dir ist die Höhle nicht mal dunkel. Ein Fullbright, Bro. Oder? Ja. Guck mal, wie das aussieht, Dutch. Guck mal. So sieht es bei mir aus, wenn du es gerade ausgemacht hast. Hab doch übersehen. Richtig, Chat. Hast du was? Bist du gestorben? Roger? Ja, aber nur ein. In irgendeine Ecke bin ich gerannt. In irgendeine Ecke. Ja, warte! Wie viel hast du? Warte. Ich bin nicht gut. In irgendeine Ecke bin ich gerannt. Aus. Zwei, drei. Ja, versuchen wir da so. Das sind genau die Koordinaten. Da ist doch die erste Höhle. 27 habe ich. Genau hier bist du gestorben. Ich bin ein Mehrwert. Ich hab 33, wir haben zusammen. Ah, da 60. Irgendwo in der Nähe. Richtig. Ich bin ein Mehrwert, Chat. Manon, ich brauch dich jetzt. Das sind die Koordinaten, die mein Mob mir durchgegeben hat. Ja. Runter. Gegenüber der Ecke hast du die kleine Wand noch gebaut. Aber hier ist keine Wand. Aus was für Material hast du die Wand gebaut? Höhleneingang. Du hast die bei dem Gold. Rechts. Nochmal Dias. Gut. Digga, meine Axes halten das einfach nicht aus. Die eine ist nur in meiner Hand, aber die ist trotzdem nur halb voll so mäßig. Hey Seeli, ich finde hier nichts. Ja. Aber das sind halt genau die Koordinaten. Also. Marlon! Das ist ein Problem. Aber Marlon, wo bist du? Undersit war das Material, schreibt mein Chat. Ja, aber hier ist keine Wand gebaut aus Endzeit. Und das ist genau die Höhe. Seine Sachen sind weg. 40. Oh. Ja, das ist ja ehrlich. Ich hab Fullbruch. Dein Account wurde gehackt durch FIFA-ID. Mäßig. Das ist ein Lama. Ja, als ob eh nicht Stöpfen alleine ist in der Höhle, Digga. Gibt's wie. Ich hab wieder die aus. Nein, das war einen Moment davor. Du bist durch die Höhle weitergelaufen. Das war doch minus 50 irgendwas. Screenshot gemacht. Sinne, wie viel hast du? Aber es war da irgendwo in der Nähe. Ich hab 41. Ich kann in diese roten. Ja, erstmal hier. Phoebe. Schau, BOD zeigt Basti. Okay, warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt hier noch länger aufhalte, dann. Ich lade die ganze Zeit den Schrank. Ja, das von mir aus übernehme ich nichts ab, ich will meine Sachen wieder haben. 5, 56. Warte mal. Guck mal kurz meinen Stream. Ja. Hast du? Ja, Poffen. So, da bin ich irgendwie reingeflogen. Ja. Das weiß ich, wo das ist. Und da in der Ecke. Bist du da gestorben jetzt, wo du stehst? Nee. Das wird aber gleich in den nächsten. Warte ganz kurz. 56, 58, warte ganz kurz. Ich finde, wir sind so ein gutes Team. Ich mach Meter. Sagt euch, ich bin gut. Hier, bin hier, guck jetzt. Jetzt wird's passieren. Hier oben, dann kamen da irgendwelche. Da hab ich veraimt. Da geht's los. Guck mal, jetzt die Hexe. So, dann bin ich ganz schnell durch die Gegend gerannt. Wusste nicht mehr, wo oben und unten ist, dann irgendwelche Gänge, bisschen nach unten. Dann ja, wusste ich nicht, wie mir geschieht. Digga, wie hilflos! Wie hilflos ich durch die Gegend laufe. Ich sterbe, ein Arzt.
Irgendein Arzt war da. Da habe ich irgendwas ganz Verrücktes gebaut, Digga. Weil du wolltest, da habe ich einbauen. Ja. Und dann kam von da noch ein Creeper, dass ich das überhaupt überlebt habe. Und der Typ, dann bin ich wieder zurückgerannt. Die Jello wurde von einem Zombie erschlagen. Kannst du noch ein bisschen, spul mal bitte nochmal zurück. Wohin? Wo man nochmal ein bisschen genauer sieht, wo du in der Höhle lang. Kurz auf mir. Das Lava-Hahn. War hier nicht Lava-Chat? Geschwindigkeit, ich mach mal doppelte Geschwindigkeit. Ja. Ab 58, 40 sind die Koordinaten. Soll ich da rein, oder? Ich muss kurz nachvollziehen, wo du... Ah, du hast dich da runtergebaut. Okay, das war jetzt halt... Das war entscheidend, weil deswegen habe ich das nicht gefunden. Du hast dich da runtergebaut. Ich habe gedacht, du bist den normalen Höhlenverlauf. Hey, so ein Anker. Nee, Digga. Nicht, dass er nicht mal einen Diamanten hat er gefunden. Der hat auch noch dazu gemacht, dass er nicht mehr Diamanten finden konnte. Mann, ja. Digga, weil ich da irgendwie. Ich treffe auf etwas, was ich nicht mal im Spiel gibt. Ich wusste nicht mal, dass man es im Spiel gibt. Nein, er ist schon richtig bei den Koordinaten. Er sieht es gleich. Du siehst es anscheinend gleich, schreibt ein Mod bei mir. Aber die Zeit, okay. Digga. Es ist doch nur 5 Minuten da. Ich bin ausgelockt. Ich wurde nicht geladen gerade. So. Ne, will die Welt brennen sehen. Also, es war nicht schlecht gemeint, es war nur. Schlecht gemeint. Jetzt die Koordinaten da. Also, irgendwie sollte. Irgendwas siehst du anscheinend. Okay. Jetzt. Ah, ich hab sie wirklich kurz gezeigt. Lol. Nee, also. Und waren das die Koordinaten, die in den Chat die ganze Zeit geschrieben wurden? Ich weiß nicht. Geht euch doch mal die scheiß Pickaxes, Alter. Kura, ich auch, also. Was, kannst du nachvollziehen, wo ich bin? Ja, schon. Also ich wüsste, wo du jetzt... Ich muss halt sehen, wo du stirbst jetzt nochmal. Ich muss mir den Verlauf jetzt halt merken, gerade von der Höhle. Ich jetzt gerade die Hauptschiede lernen. Oh, das gefällt dir. So, gleich passiert. Ich kann halt nicht ganz, ich habe jetzt safe schon ein paar Minuten guck nochmal, aber ich kann leider, Das wird der Bruch, soll ich mich schon darauf vorbereiten? Ja, bereite ich schon mal seelisch darauf vor, dass ich das nicht schaffe zu holen, weil, also das ist schwierig halt ohne Koordinaten das abzuschätzen. Ey Jungs, ich hab Diamanten by the way, währenddessen du das machst, so, weißt du? Ist geil, ich hab auch, während ich schon jetzt gesucht habe für ihn, weil hier ist das Loch, wo du runtergegangen bist, das weiß ich jetzt. Okay. Okay, ich bin schon mal näher. Wieder hin. Sidney, wie viel hast du? Immer. Sind wieder live dabei? Okay. Yes. Ich hab 52. Love you, Chat. Ich hab die Höhle studiert, doch kann er. Also nicht. Was die ADHC? Was da? Stimmt. So. Oh mein Gott, hier ist dein Endzeit. Guck mal hier. Irgendwie. Was ist? Hier ist deine Endzeitwand. Ja, oh. Aber wo ist dein Stuff? Wo bist du von der Endzeitwand gestorben? Jetzt. Ich glaube, ich bin da direkt fast da in der Nähe gestorben. Ich glaube, es ist nicht mehr da. Wo er herkam, wo du herkamst. Gegenüber. Der Typ hat mich gekillt. Der hat mich gekillt. Och, ich glaube, das war's. Ich glaube, das ist weg.
Ja. Was ist da runter? Muss man runtergehen? Ja. Roger freut gegenüber sich mit der dreckigen Lache. Er lacht wie Tadeus. Ja, ich hab ja später gestrippt, meint. Also davor. Digga. Nein, Digga. Das ist alles weg, oder was? Digga. Es ist ja nicht mal so, dass er die Challenge verloren hat. Er wurde doppelt in den Arsch gefickt. Dreifach in den Arsch gefickt. Alle sein Stuff ist weg. Digga, über fünf. Digga, eine Woche lang haben wir auf diesen Server gespielt. Digga, er hat einfach alles. Es war einfach alles für nichts. Ein ganzes Netherite-Zeug und so. Digga, es war einfach alles weg. Ich hab, was hab ich verloren, was wirklich nur wehtut? Eigentlich nur meine Spitzhacke, oder? Elytra. Nee, dafür hast du nicht den ganzen Tag gefarmt. Oder gestern, gestern hingst du nicht, hast ja nicht zwei Stunden hingst du da und hast gedingst. Meine Flügel. Die Hacke, Spitzhacke und Elytra ist das, was wehtut. Ja, aber ehrlich, sag dir ehrlich, das kriegt man auch. Also, das kriegt man schon wieder relativ schnell hin. Ey, farm die ganze Zeit, ey, was holt uns sonst noch ein? Mit dem Vertrauen kriegt man das hin. Aber für die Schadensfreude würde ich jetzt ganz gerne trotzdem gegen die beiden. Ja, fix sie. Wir freuen uns nicht, Digga. Hey, ich freue mich gar nicht. Das ist geisteskrank, dass sie sich darüber so spüren. Das ist krass. Mann. Eine Woche. Ich sag dir ehrlich, sogar wenn ich verliere, Digga, dass du gestorben bist, das erfüllt mich so heftig. Scheiß drauf, dass ich verloren habe. Was geil ist, hätte nicht passieren können. Ich habe einfach gesehen, dass ich ein schlechter Crafter bin. Das war halt Digga, eine Hexe. Aber was du sagst, so eine Hexe, ja. Bro, was soll ich, was kann sagen. Ich dafür? Also wenn ich muss sagen. Jetzt ernsthaft, das ist wirklich ekelhaft. Also weil die halt dich vergiftet und du hast lange den Effekt ich gehabt. Ich konnte nichts machen, ich habe ein halbes Leben gehabt. Der Arzt. Der blöde Arzt. Scheiße, Drecksarzt, Mann, scheiße. Wie lange ist noch? 30 Minuten, aber ist das, ne? Oh, ist das Troll, dass alle schreiben, dass es da lag? Das war doch der Spot, wo ich gerade vorher war. Ich glaube, da war was. Da liegt was, Basti. Bro, ich guck ihn zu. Ihr habt, ich guck jetzt mal Roa zu, Digga, das sieht aus, als wenn auf der einen Seite. Was macht Roa überhaupt? Roa, wie machst du? Roa hat Drip-Snipe. Der macht dieses Noob-Ding. Drip-Snipe ist gut in dem Spiel. Alter! Auf der einen Seite. Auf der einen Seite. Ja, guck mal, wie ich strip mein. Guck mal zu. Idiot. Und da sind die Diamanten. Ja. Yeah. Und da habe ich über einen Stack. Yes. Ja, das sind mindestens 50 Gramm, Mann. Verdammte Scheiße, ich hol mir das Weed damit, Mann. Ja. Wie warst du? Ich? Na, ein Stack und 6, Digga. Warte mal, ich hab 70. Ich hab alleine 70. Ich hab 31. Also bei mir schreiben auch welche, dass da irgendwas, dass da noch, dass, aber ich vertraue meinen Chat nicht. Die wollen auch die Welt ansehen. Ey, Bro, willst du jetzt riskieren, dass all dein Stuff weg ist? Ja, yeah, Bro, es ist nur diese Flügel und die Spitzhacke. Nee. Der Rest ist nicht mal, ich weiß, ich habe die besten Sachen nicht mal mitgenommen. Scheiße, ja, das war nicht Bro. Gut. Mann. Erstmal eine Werbung. Ey, Sidney, farm um dein Leben, ne? Bitte. Nur die blöden Flügel. Bis wann spielen wir? 0.20 Uhr. Wie viele hast du? 12 Minuten. 1.20 Uhr. Warte. Ich habe jetzt, jetzt 89. Die sind ungefähr. Digga, so. Basti gewinnt halt trotzdem, ne? Egal, cool. Digga. Ich sag dir ehrlich. Digga, dafür, dass er alles verloren hat, ist mir das wert. Dann gebe ich ihm mit herzlich 25 Subs. Plus 1. Weil Bro, ist einfach eine Woche gewesen. Eine Woche. Ich muss das machen, dass die Höhle auch so hell ist bei mir. Das ist ja geil. Ja. Normalerweise würde es so aussehen. Guck mal, ja, das ist so sieht es bei mir aus. Sidney, fahr mal! Ich farme. Das ist geil. Wie viel hast du, Sidney? 31. Ich hab wieder selbst drei gefunden. Melina. Selbst Melina sagt, dass ihr schlechte Menschen seid gerade. Und Melina ist. Diamanten! Und Diamanten! Oha, 4!
Ich hab 8 auf einmal. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh. 6, ja. Ich hab 42. Eli, zieh doch nochmal deine Sachen an und geh nochmal los. Ich hab 1 Stack und 19. Digga, ich mach noch. Der Spassi. Ja. Ich geh auch nochmal. Ich bleib nochmal in den Ender-Test. Ja. Geh bei Willi, geh bei Willi. 5 Minuten. Ich geh nochmal rein. Geh bei Willi rein. Wo kann ich denn hier hin? Katz, was bei geht? Willi. Du kannst an meine Kiste gehen und gucken nochmal. Ich könnte sagen, ich da irgendwas. Ich hab eigentlich auch noch relativ viel Equipment habe. Ich hab eigentlich auch noch. Ich hab nicht mehr so heftige Sachen. Oh, ich hab 1,5 Stacks. Ja. Sydney, ich brauch dich. Ja. Ich hab 42. Mach minus 58, trust. Ich bin völlig fein hier. Digga, wer ist denn hier? Roger. Wer ist denn das? Bei 54. Digga, Phoebe ist hier! Wie random! Ja, hä, hey, man sieht doch, Phoebe joined the game. Digga! Ich hab noch nie mit Phoebe gezockt. Diamante! Richtig! Und richtig! Wie sind das? 2. Noch mehr, mehr. Nein, nicht mehr. Ein paar Sachen. 2, 3, 4. Ja. Hier, ich hab noch eine Dia, ich hab noch gute Sachen. Ich hab 48 Rot. Ich hab richtig. Halt nur keine. Digga, ich bin gut, Digga. Mann, Digga, das Problem ist, ich hab halt keine, die mit Glück verzaubert ist. Ja, aber jeder einzelne könnte halt zählen, so, I don't know. Ich hab keine, die mit Glück ist. Nicht, dass du nochmal gerettet werden musst. Das ist das Problem, Chat, guckt's euch an. Richtig. Ja, wie cracked ist das denn, Chat? Ich will gar nicht hoch. Ding. Aber trotzdem, guck mal, ich kann das. Ich werde nur kurz drücken, ob ich das kann. Oh, cool. Diamante! Digga, das ist viel zu laut. Oh, noch mehr. Oh Mann, noch mehr. Oh, fünf. Ja, der nervt jetzt. Das ist geisteskrank. 60. Yes. Ja. Basti, wie läuft's bei dir? Ja, Semi, ich gucke. Ich mache. Slick-Touch? Was ist dein Slick-Touch? Slick-Touch. Was ist das? Dass die Blöcke als Ganzes abgebaut werden. W's. Ich hab fast ein Stack. Irgendwie. Sieht nicht so gut aus. Endspurt, Bro. Endspurt. Ich hab gefühlt. Guckt euch an. Wie lange? Aber er hat noch 22 Minuten. Hier gibt's halt noch keine Höhle mehr, Freunde. Bitte komm. Weiter geht's. Ja, wenn du das Silk-Touch mitnimmst, Eli, dann baust du dir das eigentlich perfekt, weil dann baust du die Erze ab und dann kann ich die Erze aber noch später mit Fortune abbauen. Diamanten, Rojo! Wichtig. Mein Mann. Noch mehr. Ich laufe jetzt einfach in die Wildbahn. Ich hab nicht mal was zu essen. Das wird nicht. Ich hab nichts zu essen. Oh nein, ich muss einen neuen Stack aufmachen, Ward. Ich hab nichts zu essen. Mach. Soll ich Cobblestone mitnehmen oder Dings? Oder Diamanten? Ja. Mann, der hört mich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie man die Helligkeit so hoch macht. Yes. Basti ist bei 102, Mann. Ich hab nichts zu essen. Uncool. Wir machen eine Watch Party. Und ich krieg auch nur einen. Sydney, komm. Basti, wie viel hast du? Warte mal. Sag's dir gleich. Ich bin ja jetzt erst wieder gerade am Caven. Ja, aber guck mal, ich hab deren Streams offen. Das sollte was werden. Digga, ich hätte einfach so machen sollen wie die. In der einen, guck mal, wie Sydney das spielt, Chat. Genau so. Einfach so hätte ich das auch machen müssen. Ohne Sinn. In dieser einen Höhle. Das Ding ist, Eli kommt gar nicht so tief runter, ohne zu sterben. Ich hab auch Dias. Ich kann das halt nicht gut, Roger.
Skelett und wir das machen sollen. Wo ist denn eigentlich? Achso, ich muss mir dann. Ja, okay, warte mal. Machen wir erstmal ein bisschen wieder rein. Ich weiß nicht, wo Willis Höhle ist, Chat, und ich habe nichts zu essen. Bei seinem Tunnel einfach. Ein Schwert. Ich hab kein Holz, ich hab kein Komm, Schwert. Komm, ne, Digga, das wäre der Full-Full-Bruch, wenn Eli das auch noch choked. Ja, Basti macht das sowieso. Bild mal, oha, ihr findet die ganze Zeit. Also ja, Junge, aber du hast gerade 20 Minuten nichts gemacht und hast trotzdem schon wieder über 100. Das sind aber auch schlechte Menschen, Digga. Seid ehrlich, also ihr, aber ich find's krass, dass ihr beim Stripmine so viel findet gerade. Ja, ich hätte es auch machen müssen, Real Talk. Das ist echt crazy. Oh, wo wir gerade davon ich reden. Will danach doppelt oder nichts. Diamanten! Ich hab keine Axt mit Dings da. Wie, wahrscheinlich mache ich nochmal doppelt oder nichts, Digga, bist du des Wahnsinns? Digga, doppelt oder nichts, wenn der Mann alleine Zeit hat, Digga, der macht dir in einer Stunde, macht er dir ein Dorf voll mit Diamanten, der baut dir ein Diamantenhaus. Oh, noch mehr Diamanten, Mann, noch Digga, mehr Diamanten, noch so oh mein Pech Gott, haben, oh mein talk. Gott. Boah, ich bin reich. Ich hab, ich hab 100, nee, ich hab 90. 90? Ich mach, ich auch. Ich hab eine Spürnase des Grauens. Du hast auch 90? Ja, ungefähr. Das hätte ich so einfach machen müssen. Ja, shit. Was passiert hier? Bravo die Kühe, ja, aber bis das alles funktioniert hat, Chat, ist das Ding over. Mich stört gerade viel mehr, dass meine Spitzhacke weg ist. Yeah. Und meine scheiß Flügel. Das wär wirklich und diese cool. Nuttensöhne sich so sehr freuen. Das fuckt mich noch viel mehr ab. Wie kann man denn so krass schlechte Menschen sein? Gut so, Mann. Aber macht euch damit keine Freude, das sage ich euch. Boah, ich hab mein Chef, wichtig. Oh nein, nicht schon wieder Diamanten, Mann! Digga! Was hab ich denn für eine Höhle gefunden, Basti? Bei Stripmine, ich hab jetzt okay, 107. Ich hab 107. Stripmine ist, also das ist für Stripmine so krank. Alter Schwede. Mann, ich will Eli weiter provozieren. Ich hab Diamanten. Gut. Ja, was sollen wir überhaupt mit so viel Diamanten alle? Ich hab fast 2 Stacks jetzt. Ja. Richtig. Ich hab 43 beim zweiten. Mann, Digga, die machen beide. Ich 44. Dings da. Gut. Die machen beide einfach dieses. Das fickt mich so krass gerade. Ohne Witz, ich bin so im Loch. Ja. Sag mal, Eli, ich würde danach nochmal eine Mommy One machen gegen den. Wenn so schlecht ist. Sydney! hier, Eli, hörst du mich? Er hat mich auch gemutet, Bro. Ich hab nicht mehr was gesagt. Ich höre dich doch, du Bastardsohn. Achso, ich wollte. Ich soll dir. Dings. Ob du danach ein 1 gegen 1 gegen Sydney machen willst. Der Nuttensohn soll nicht nerven. Der soll sich lieber ein paar vom Euro runterladen, die fette Sau. Yes! Also ich glaube, Mann, ich muss meine ganzen Sachen wiederholen. Ich geh wieder ins Stripmine, Bro. Ist effektiver. Bro, ich hab eine Agency-Ding gefunden. Was ist das? Der neue Dungeon. Der ist, also. Ach so, Warden und so? Weiß mal, wo diese Mieten. Ja, ja. 2400 und 200. Kannst du ja looten. Ja, ich kann Swift Sneak holen und OP Gaps. Aber darum geht's nicht. Swift Sneak? Ja, damit kannst du schneller sneaken, ist ein krasses Enchantment. Aber geh da erstmal raus, lass es später irgendwann mal zusammendingsen, oder? Ja, ist recht. Aber Dias hol ich trotzdem hier. Ja, ja, weg mit Dias kannst du holen. Ja, ich loot die Kisten nicht. Ich will warten, dass wir das zusammen machen. Sagte die Quartz. Ja, hab grad gesagt. Heute ist Basti, jetzt Real Talk, wie viel hast du? Warte, ich habe. 2. Warte. Ich hab jetzt 2 Stacks und 11. Heißt, er hat uns überholt? Nee, nein, Digga. Nein. Weil ich hab. Okay. Aber immer weiter farmen. Eli Jello left the game. Eli Jello am Loch. Hä? Was macht denn der jetzt? Vielleicht Watch Party bei Basti, weißt du? Und warum left? Damit er nicht stirbt. Oh Mann, wieder Diamanten. Ja, noch mehr und noch mehr. 3, 4, 5. 5. Wo ist mein Ding da?
Pass auf, dass du die Stacks immer mitnimmst, ne? Also nicht, dass was überbleibt oder so. Ja, hab 58. Hab so ein Spürnäschen. So ein gutes Duo. Ich habe auch Dias. Oh mein Gott, ich habe eine fette Quelle. Wie gesagt, ich bin mehr wert. Boah, ich habe einfach eine 8er Quelle. Ich habe auch ein Stack und 58, genau. Ja, weil man findet beim Stripmine halt auch stabile, große Quellen, deswegen bin ich auch gestripmined. Ich hatte dreimal eine 8er Quelle. Du hast ja keine Raketen mehr. Oh. Jetzt wird gestrippt. Basti, zieh dich aus. Achso, ich seh gar nicht. Yes. Basti, mach dich nackig. Lass die Hosen runter, hä? Wie viele hast du, Basti? Das hier. Noch 15 Minuten. Ich habe keine Raketen mehr, deswegen mache ich den, aber ich zeig dir mal was ich mache. Oh. Was die vielleicht nicht machen. Digga, die haben die Strip-Dings dann. Das ist so geisteskrank. Ich hatte auch 60 Stück oder so. Oh, ich hätte das einfach so machen sollen. Ich muss mir danach neue Flügel holen. Bin ich. Oh, Dias. Check nicht, was da passiert. Ich habe über 2 Stacks. Ich habe 2 Stacks und 7. 35, super. Die Strat ist es. Null, ja, Chat. Tatsächlich hat er 0. Er hört sich doch eh nicht, die Tür. Weiß. Trotzdem. Ich weiß nicht, ob Basti sauer ist, Chat. Ich bin nicht so, nein, ich bin. Ja, aber mit deinem Teammate. Digga, was machst du denn da mit dem Wasser? Dass ich, dann bin ich schneller. Guck mal, so, wenn ich jetzt da lang krieche, bin ich zu langsam. Und wenn ich jetzt Wasser place, dann bin ich schneller an der Kante. Ja, wie hier. So kann ich dann mehr Blöcke abbauen. Ich bin zurückgelaufen. Hinten vergessen. Was vergessen? Ich hab nichts vergessen. Und ich baue mich halt so, weil ich dann. Achso, ja. Alles klar. Ja, Stripmine läuft bei mir richtig gut. Early? Nein. Ich belief gar nicht am Stripmine. Ich trau meinen Chat nicht. Wie findest du deinen Teammate so? Performance und so? Mann, ist halt ernsthaft. Also, ich glaube, das ist halt echt. Also, Hexen, das ist halt echt abfuck. Unlucky. Hm. Ja, schade, ne? Passiert. Manchmal verliert man, manchmal gewinnt man. Was nimmst du? Ich hab immer noch Angst. Oh Mann, genau in dem Moment verleuchtet was in meinen Augen. Es blendet mich. Ich brauche eine Sonnenbrille in der Höhle. Yes. Die 2 Stacks sind voll. Sag Wallabilla Rick. Wallabilla Rick. Nuttenart. Ding ist, das Gift, also du hattest ja so grüne Herzen, du hättest daran nicht sterben können, sondern du wärst auf einem halben Herzen die ganze Zeit geblieben. Ich war auf einem halben Herzen, aber dann da waren überall diese Bomben. Ja, deswegen habe ich gesagt, du sollst dich einbauen, weil dann hättest du einfach gewartet, bis du einfach wieder, bis das Gift weg wäre und du Full Life bist. Aber ich kann mich nicht so schnell einbauen. Mach ich Reganite, aber nicht so reinschreiben. Renegade. Renegade. Kurzer Sneak Peek Chat. Der ist weg. Denergy, danke dir für dein Raid. Moin alle von Denergy. Wir sind hier gerade mies am Hasseln. Wir machen gerade. Ja, Eli, Stripmine läuft bei mir nicht. So. Ein Dia-Wettdings. Wer mehr Dias in einer Stunde findet und ich und Sydney liegen wirklich sehr gut vorne. Wie viel hast du denn ungefähr? Ich habe seitdem jetzt keine mehr gefunden, seitdem ich das letzte Mal gecallt habe. Ja. Noch nicht einmal was gefunden beim Stripmine. Also, wir können dir auch noch Tipps geben, wenn ich. So ein Wichser.
Was, wir müssen... Ach, Digga, ich muss mir wieder diese Nutten-Diamant-Axt holen. Kriegen wir alles hin, machen wir alles. Warte mal, ich mache Eli eine Pickaxe. Vor allen Dingen... Warte mal. Wir haben einfach beide über zwei Stacks, ne? Ja. Sag dir mal, ich mache eine Pickaxe. Auf korrekt so. Nein, übertreib nicht. Ich meine es ernst. Das kostet doch nur 3 oder so. Ich mach das jetzt. Alles sauber. Noch 10 Minuten. Wie viele waren das? 20 oder 25? 25, ne? 25. Ihr habt nochmal erhöht, Bro. Jetzt soll ich mir Wasser finden. Nein. Mann, Digga, ich kann keine Zahlen. Bro, Strip Mine ist halt so Quatsch, das ist halt wirklich, das bockt. Das klappt gar nicht, ne? Oh Mann. Eli mit 25. Jetzt schon. Wieso jetzt schon? Habe jetzt schon losgelassen. Fuck. Aber liebt dich in dich, Basti. Danke, Eli, dass du mich geschützt hast. Vielen Dank. Nebenbei ein bisschen Gold mitnehmen, weißt du, auf Lock. Ehrenmann, Elias N97 mit 25 gibt's das. Vielen, vielen Dank. Elias N97 hier auch mit 25 giftet. Ey, Bro, legit, dieser Support von diesem Mann ist so krank. Bei dir auch? Ja, Digga. Ich glaube, der feiert einfach Minecraft. Korrekt, der Typ. Kuss, Mann, Kuss. Wirklich, danke dir, Alter. Also ein bisschen tut er mir schon leid, sag ich ehrlich. Wenn ihn gewonnen, dass er einen Werferfall hat, dann hat er wenigstens wieder was zu tun. Es ist ein bisschen eskaliert. Einen Tag, dann hat er es wieder, wenn er grindet. Ich mach ihm eine Pickaxe. Ich muss halt nur abdingsen. Zauber. Das ist so. Big 25 giftet, ja. W ist auch noch mein Chat für den Support, so, von den Leuten so. Vielleicht überschwemmt sein Haus nochmal. Digga. Ich glaube, dann ist komplett vorbei bei dem Mann. Ja, dann wirst du wegschicken, wie das weggeht und so, ne? Das Problem ist, ich hab super viele Raketen halt verbraucht. Also ich habe fast alle meine Raketen verbraucht, um erstmal 10.000 Blöcke zurück zu Eli zu fliegen. Ja, der hat jetzt schon... Da war jetzt schon ein Anker, der dich ein bisschen runtergezogen hat, ne? Sag's so. Das Gute ist ja auch noch, Digga, es ist... Also, Digga, es ist gerade, was in der letzten Stunde mit meiner Seele passiert ist, ist so gut. Digga, Eli hat all sein Stuff verloren. Ich habe über zwei Stacks Dias. Ich habe 25 Gifted von ihm bekommen. Digga, es ist einfach, es ist perfekt. Die letzte Stunde war die beste Stunde diese Woche. Real Talk, wir müssten schon auch ein Rematch machen. Digga, Basti, ich mach kein Rematch gegen dich. Nicht heute, aber vielleicht ein andermal. Basti, du bist ein Adapter Crackhead, ja. Digga. Ohne Elytra, nur strippen. Ja, Digga, ist das dumme. Einfach, dann können wir direkt, keine Ahnung, dann können wir direkt Blackjack spielen. Ja, Blackjack gibt's. Also Real Talk, nicht so cool, Schadenfreunde, Leute, das ist ein scheiß Spiel, wofür wir 3 Tage lang gespielt haben. Jetzt mal ernsthaft, ich habe wirklich beim Stripmine, seitdem ich weiß jetzt nicht, ob ihr jetzt wirklich die ganze Zeit immer beim Stripmine so viel gefunden habt, ich habe einen Vorkommen beim Stripmine gefunden, einmal. Ich bin halt, ich habe auch nur gestripmined, eigentlich. Digga. Und ich habe damit zwei Stacks gefarmt. Ich bin halt die ganze Zeit vorher mit Raketen immer in riesen Höhlen reingeflogen. Oh, Diamanten. Das hat nicht gut gebockt, aber es waren halt immer nur einer oder zwei Vorkommen so. Aber ich habe dafür jetzt auch eine Woodland Mansion und eine Ancient City gefunden.
das ist gut, glaube ich. Ja. Okay. Wir müssen, also wir müssten mal zusammen alle in eine Mansion gehen, weil dann würde ich euch mal Totems of Undying zeigen. Das ist ein Riesen-Dungeon. Totems? Was ist denn ein Dungeon? Also ein Schloss? Ja, so sozusagen eine neue Struktur. Oh. Was wie eine End-City zum Beispiel. Ach, ist das gut, Alter. Für meine Seele. Muss meine Dinge sein. Wie lange noch? 5 Minuten. Hallo? Oh, noch mehr Diamanten. Jo, jo, jo. 5 Minuten. Wie lange bist du heute noch live? Ich? Kommt drauf an, willst du noch den Stuff heute machen? Ich will meine Flüge irgendwie wiederholen. Das kriegen wir hin. Also, du musst meine halt Flüge, sagen. Ich hab gerade alles nachguckt. Es ist eigentlich, ich habe nur Flügel und Diamantspitzhacke. Der Rest, die Rüstung, das geht. Das ist nicht so schlimm. Ich habe fast die gleichen Sachen nochmal. Ich hab die alle nicht verzaubert gehabt. Ich kann dir eine neue Elytra besorgen. Also, das geht schnell hin. Wenn ich jetzt einfach fliegen kann und so. Wenn du dich um den anderen Stuff so kümmerst. Ich hab den Rest eigentlich. Ich hab. Als Spitzhacke, ne? Ja, nur die Spitzhacke, die bricht. Aber die kann ich doch mir relativ schnell machen, weil ich hab ja noch 200 Smaragd. Genau, und ich glaube, also rein theoretisch, weiß ich, ich hab genau diese Spitzhacke als Tier noch. Nee. Ohne Mending. Nee, die krieg ich doch relativ schnell wieder selber hin. Oder du machst halt einfach auf Level 3, also, oder du tradest halt. Mann, Digga, ja, das bricht mich auch, dass dieser Rohr, der Knecht mich auch noch gekillt hat bei Level 34, da kann er. Aber du wärst doch jetzt sowieso gestorben. Hä? Das wär jetzt sowieso weg gewesen. Ja, na und? Ich hätte mir noch meine ganzen Sachen verzaubern können. Ja, das wär jetzt sowieso weg gewesen. Ich hätte es doch nicht angezogen, du Dummkopf. Ich hab die ganzen Sachen auch nicht angezogen, die anderen. Ach so. Stimmt, du hast ja noch Rüstung. Also so schön. Ich hab meine ganzen Rüstungen habe ich noch. Edi, ich glaube, es wäre wirklich am schlauesten, was du am sinnvollsten wäre für dich, wirklich Holzfarm und mit den Villagern traden und viele Level ranholen, damit du einfach Full Enchantments machen kannst für die Spitzhacke. Bei Level 30 kriegst du eigentlich relativ schnell. Digga, wir müssen eigentlich, also Level Farm ist eigentlich, muss man haben. Ich bin Level 4. Nach 10 Stunden hier drin. Und Diamanten aber. Gott. Ich hab aber am meisten von allen gleich. Alter Schwede. Wie viel hast du? Ich hab jetzt 2 Stacks und 41. Luki. Achso. Hallo? Ja, hast du am meisten. Only Stripmine ist das insane, for real. Also Stripmine knallt bei mir gar nicht rein. Ich will beim nächsten Mal auch nicht Stripmine. Ich bin Stripper. Ich bin auch ein Stripper. Ich hab auch über 2 Stacks. 3 Minuten noch, Basti. Ja, ich hol das noch. Ja. Aber an sich ist es eigentlich cool. Ich finde, man kann das auch meinetwegen machen mit einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde. Mit Nether, ich hab schon wieder Diamanten. Nether, ja, aber bei Nether ist halt Quatsch, weil da musst du halt wirklich streamen. Ich find's halt cool, wenn man halt so. Höhle schnell zack, zack fliegen. Oh, Ellie macht TNT in mein Haus. TNT hol ich mir auch noch. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Sei das Böse. Nee. Der Mann. Ich will den, ich kann den eine Woche nicht hören, sonst raste ich aus bei deiner Stimme. Wirklich. Ich hab schon gesagt, Edi, wir machen ein Rematch. Wir müssen nochmal ein Rematch machen. Und dann jetzt. Rematch, aber die Frage ist ja, ob ich ein Rematch annehme oder nicht. Wir tun einfach so. Also, und dann ich mach. Ich. Ey, ich kann deine Stimme nicht hören. Jetzt krieg ich einen Nervenzusammenbruch. Das ist wie Tinnitus. Ich nehme nicht Eli ins Team. Mann, das wäre so geil, wenn er mich hört. Dann wird es. Ich hab auch keine Axt mehr. Ich hab auch hier kein Holz. Noch mehr Dias. Ich hab das gebrochen. Obwohl doch hier. No. Stock hab ich. So eine scheiß Holzaxt hab ich. Ihr Design böse. Oh, ich hab nochmal am Ende, in der letzten Minute. Heute bin ich ein gebrochenes Etwas. Ich geh jetzt in den scheiß Wald und hol mir ein bisschen Holz. Alright, eigentlich hab ich noch meinen Smaragd. Okay, das Ding ist over. Sydney, wie viel hast du? 2 Stacks und 52. Ich habe 2 Stacks und 15. Ja, ich habe 2 Stacks und 28.
Ich hab am meisten von allen. Okay, Basti zählt nicht. Fucking Sleeper, Mann. Was für ein Mehrwert? Ja, was für ein Mehrwert? Ist noch rein nach Hause kommen, Jungs. GG's. Wir müssen, das machen wir auf jeden Fall nochmal, aber das passt. GG's. Ja, wer war, wie war das jetzt? Warte mal, ich bezahl's auch noch.